Ort hier bringt mich noch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Hier warten, Al. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Ich schließe dir die Tür ab. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Mhm. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr.
Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, versteht Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal, fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay. Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt?
Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie. Dann sehen Sie mich. Vielleicht im Spiegel. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Hallo?
Das Ranger-Büro war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Mr. Wake? Oh, Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Nicht die Tiere füttern! Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den Park erworben haben. Freunde, Sie stehen schlimmer.
Anweisung der Ranger. Rusty? Rusty, nein! Gehen Sie die näher als 100 Meter an Bären und Wölfe! Halten Sie zu anderen mit mir! Wir müssen zu einem Abstand von 20 Metern ein! Und nun müssen wir an der Leine gefangen! Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst.